Wenn man genau hinsieht, war die Welt immer schon globalisiert, selbst im Mittelalter. Wie man die Dinge sieht, etwa ob man sich durch Globalisierung bedroht fühlt oder nicht, ist nicht zuletzt auch eine Frage des Standpunktes. Globalität damals konnte heißen, dass es Handelsbeziehungen zwischen Sachsen und Ägypten gab, wie wir durch die Himmelsscheibe von Nebra wissen, oder einen die Kulturen übergreifenden Austausch über die Seidenstraße. Es gab damals wie heute Völkerwanderung, weltumspannende Ideen und global agierende Religionen. Umso wichtiger war es für die Menschen, angesichts der verwirrenden Weite der Welt Orientierung zu finden, Ruhe oder, pathetischer formuliert, Heimat. Und die ist nun mal in der Region verankert, in der man lebt. Doch was macht die Region eigentlich zu etwas, das begehrenswert ist? Nürnberg im Herbst, wenn man vor der Kaiserburg sitzt, denkt man nicht unbedingt an die Tropen. Das könnte sich ändern. Denn die Stadt will alle Parkbänke demnächst mit Tropenholz aus dem Regenwald ausstatten. 3500 Bänke nach und nach. Ein Beschluss, der nicht allen Bürgern gefällt. Es werden bereits Unterschriften gesammelt. Die Stadt verteidigt sich. Wir verwenden zertifiziertes Holz und zertifiziertes Holz stammt aus Waldwirtschaft. Und ich denke, es muss eine Möglichkeit auch geben, wie man den Ländern der dritten Welt eine Chance, eine Möglichkeit bietet, über Waldwirtschaft Handel mit uns zu treiben. Hier soll das Holz für die 3500 Parkbänke herkommen. Aus dem Kongo-Becken, nach dem Amazonasgebiet der größte Regenwald der Erde. Einen kontrollierten Einschlag versprechen Firmen. Doch es bleiben Nebenwirkungen, illegale Rodungen am Rande legal geschlagener Schneisen. Und Zweifel an der Kontrollierbarkeit in einem Land, das geprägt ist von Korruption und Vetternwirtschaft, von Kämpfen mit in- und ausländischen Milizen, von Flucht und Armut. Immerhin, das Holz gefällter Baumriesen vom Äquator kommt die Stadt Nürnberg angeblich billiger als das der Eichen aus dem Nürnberger Land. Es macht ungefähr aus, dass im Vergleich zu dem, was wir heute machen, indem wir also Bänke lackieren zum Beispiel, uns eine Ersparnis bleibt, die ungefähr bei 500.000 im Jahr liegt. Und das ist natürlich eine Summe, auf die wir nicht verzichten wollen. Entscheidungen, wie man sie treffen kann in einer globalisierten Welt. Herwig Danzer, mittelfränkischer Möbelmacher, kann sie nicht nachvollziehen. Für Parkbänke sei die heimische Eiche genauso geeignet, genauso günstig, sagt er. Die Stadt Nürnberg setze ein falsches Zeichen. Es geht um diese tragische Situation, dass wir unseren Kunden erklären, dass es entscheidend ist, wo sie ihre Gartenmöbel kaufen. Und dass sie hier nicht irgendetwas besorgen, sondern dass sie auch darauf achten, wo das Holz herkommt. Und wenn die Stadt Nürnberg aber als Vorbild vorangeht und knapp 30 Kubikmeter Holz aus den Tropen kauft, dann ist das natürlich ein bisschen tragisch. Seine Firma will andere Zeichen setzen. Christina Fraude, die Auszubildende der Holzfirma, sägt das Buchenholz, aus dem später mal Stehtische werden sollen. Und an der CNC-Maschine steuert Gunther Münzenberg die Fräse, die dafür die Bögen schneidet. Den letzten Schliff legt dann Horst Hager an. Holzverarbeitung ist ein überschaubarer Prozess und kann es auch im Umgang mit den Ressourcen sein. Denn die Firma verarbeitet nur Holz aus der Region, aus Prinzip. Danzer engagiert sich in der Regionalbewegung, einem Verband, der der Globalisierung Regionalisierung entgegensetzt. Transparenz, kurze Wege, das schätzt auch der Kunde. Er weiß, wo das Holz herkommt, er weiß, was damit auch alles nicht passiert ist. Das heißt, es geht nicht nur um Pestizide, sondern es geht jetzt einfach auch darum, dass er weiß, in welchem sozialen Umfeld das alles gemacht wurde. Und dadurch hat er einfach das bessere Gefühl, er kennt auch diesen Stamm vielleicht, er kennt diesen Wald, aus dem dieser Stamm kommt, und er hat einfach einen ganz anderen Bezug dazu, als wenn das irgendein namenloses Produkt von irgendwoher ist. Der Kauf in der Region verändert die Region, ganz konkret. So hat sich der Möbelhersteller nach Gesprächen mit Förstern und Waldbauern entschlossen, auch Buchen zu verarbeiten, die sonst keiner kaufen will. Alte Bäume, die schon einen dunklen Kern im sonst weißen Holz entwickelt haben. Die Folge, Buchen, die sonst schon mit spätestens 100 Jahren abgeschlagen wurden, die lässt man jetzt hier länger stehen. Das finden Umweltschützer gut, und die Möbel, die nun eine dunkle Maserung haben, finden die Kunden gerade deswegen schön. Für die Region sorgen die, die in ihr und von ihr leben. Regionale Kooperationen und Wirtschaftskreisläufe schaffen ihnen ein Auskommen und schützen vor den Auswüchsen der Globalisierung, sagen Experten. In der Regionalentwicklung versucht man seit einigen Jahren schon, diese Abhängigkeit von den globalen Strukturen ein wenig zu reduzieren. Die Idee dabei ist zu sehen, wie können wir in der Region und für die Region neue Wertschöpfungskreisläufe, Wertschöpfungspartnerschaften anregen. Die Regionaltheke ist ein Beispiel dafür in der Regionalbewegung. Pro
Produkte von Klein- und Familienbetrieben werden in Sammelstellen in Franken zusammengetragen und an 160 Supermärkte geliefert. Blaukraut, Sauerkraut, Gurken, verschiedene Sorten Meere, die Bioland. So bekommt das Kraut, das Landwirt Jürgen Reuter angeliefert hat, seinen Platz im örtlichen Discounter. Verkauft wird zu fairen Preisen für die örtlichen Bauern. Das ist der Regionalbewegung wichtig. Sie können nicht billigst produzieren und gleichzeitig ihre Landschaft erhalten. Sie können nicht billigst produzieren und Produktqualität halten. Das ist immer an handwerklich gediegene Arbeit gekoppelt. Was man kauft, von wem man kauft und wie viel man dafür bezahlt, das wirkt sich aus. Und auch in der Republik Kongo wird man Wirkungen erzielen, auch wenn man sie dort vielleicht nicht leicht durchschauen kann. Entscheidungen, wie wir sie heutzutage treffen können, in einer globalisierten Welt. Die Stadt Nürnberg will sich übrigens der Tropenholzdiskussion stellen. Diese Woche soll es eine Podiumsdiskussion geben, zu der auch Initiativen wie Rettet den Regenwald eingeladen werden.